Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gold Mining Simulator. So, mal wieder ein kleines Video von mir und diesem tollen Spiel. Ich habe jetzt ein bisschen was zusammengetragen und dachte mir, die Waschung machen wir mal zusammen. Die erste Waschung hier von diesem Claim. Ich bin auf dem dritten. Arbeite das erste Mal mit dem Frankenstein. Und ich bin begeistert, ja. Ich möchte auch unbedingt einen zweiten haben. Definitiv. Ich glaube, dann brauche ich irgendwann den Trichter nicht mehr. Und hier, das, ne, ihr wisst schon, hier dieses Ding hier. Bloß leider kostet der, ne, ich glaube, knapp 700.000. Ist also ein bisschen fett. Ich habe vorhin gesehen, kurz bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Ja, also ich höre den Fluss, ich sehe aber nichts. Also denke ich mal, ja, wir haben knapp 28 Grad, das wird versiegt sein. Gucken wir mal, ja. Jetzt müsste er wieder fließen gleich. Gleich. Wir sind bei 21 Grad, komm. Ich wollte die Waschung eigentlich abends machen, tagsüber machen, aber gut, habe ich jetzt ein bisschen verpeilt. Ich kann aber, Moment, okay, falsche Seite. Dürfte schon reichen. So, passt. Haben wir ein bisschen Licht. Wasser kommt. Reicht aber noch nicht. Wird man noch eine Stunde springen. Die Wasserquelle hat sich gefüllt und das Wasser fließt wieder. Tatsache, gut, dann können wir starten. Also heute geht es hier nur ums Waschen. Mal ein kleines Ratespielchen hier mit euch. Was schätzt ihr, wie viel Kilo Gold bekommen wir hier raus? Schätzt mal und schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, wie gut ihr schätzen könnt. Und wer hier am dichtesten dran ist. Also ich habe hier vorweg noch keine Waschung gemacht. Und habe den einfach neu geladen. Nein, nein, nein. Ich rate jetzt mit. Ich schätze mal. Ich weiß nicht. 10 bis 12 Kilo. Das wäre schon top. Würde ich sagen. Also 10 bis 12 Kilo Gold kriegen wir jetzt hier raus. Was schätzt ihr? Schreibt es in die Kommentare und dann schauen wir mal. Ach, wir müssen ja erstmal den Generator starten und die Pumpe. Warte mal, was ist hier so laut? Achso, du musst anbleiben. Wo ist der Schniepel hier? Sag, Wasser läuft. Der Generator, den habe ich da versteckt. Genau. Oh, ei, der hat ein bisschen wenig Benzin oder Diesel. Oh, die kleine Pumpe macht aber Lärm. Zack. Okay. Fangen wir an. Fangen hier an. Ah ja, 4 habe ich schon drin. Kann ich also schon mal starten hier. Nein! Oh mein Gott.
Oh mein Gott, ich brauche noch zwei leere Eimer. Habe ich die noch? Drei, so, vier sogar. Boah, geht aber gar nicht. So, jetzt aber. Lass laufen. Also, meine Schätzung beträgt sich zwischen 10 und 12 Kilo. Ich hoffe, ich komme mindestens bis dahin. Das ist jetzt nicht so pralle. Aber wir warten mal ab. Wir haben ja noch ein paar Eimer, ne? Die hätte ich mal woanders hinstellen sollen, das ist ziemlich laut, ich finde. Zack, den können wir jetzt starten. Und los geht's. Oh, wird immer weniger. Scheiße. Na nun. Oh Gott, das wird wirklich immer weniger. Das ist nicht gut. Aber gut, ich habe jetzt auch einfach mal an irgendeiner Ecke angefangen zu schürfen, damit ich mit dem Radlader rankomme. Ich kann durch die Fehler hier im Spiel auch nicht mehr genau gucken, wo jetzt gute Goldvorkommen sind. Mensch, was soll denn das? Ist leider so. Und da ich den eh komplett abbauen will, den Claim, ist das eigentlich auch völlig Wurst. Oh, 1,9. Immer noch 1,9. Vier. Och, komm schon. So, unser erstes Kilo haben wir schon. Eins, zwei, oh mein Gott. So, erste Regal ist leer.
Ach, nee. Oh, 2000. Oh, 2,6. Nicht schlecht. So kann es weitergehen. Ich glaube, mein Rekord war beim zweiten Claim so bei, also pro Eimer 5000 noch was Gramm Magnetit. Das war schon mega. So, 5000 Gold sind ungefähr 220.000 Dollar, die wir einschmelzen können. Also wenn wir auf 10.000 kommen, also auf 10 Kilo, dann sind wir schon wieder bei 450.000 Dollar, die wir uns einstreichen können. Ein bisschen schnell. Ich schmeiß die Eimer jetzt einfach hier raus. Oh Gott, der Film sinkt im Boden. 1,3. Ach du Scheiße. Haben wir schon. 2 Kilo. Oh, es geht schlecht weiter. Eins, eins. Also... Ich komme noch unter 1000. Pass mal auf. Das ist ja schrecklich. Das sind die Ränder, die ich abgetragen habe. Hundertprozentig. Hundertprozentig, meine ich. Da ist nicht viel Gold drin. Das war ein Sprung. Fertig.
Uiuiui, ich habe mit mehr, also wirklich mit mehr Ausbeute gerechnet. Aber es kann ja noch kommen. Ich habe ja noch ein paar Eimer zu stehen. Aber allgemein dürfte ich mich über diesen Claim gar nicht beschweren, denn ich habe ja, wie gesagt, beim Bohren habe ich ja schon knapp 1,5 Mille gemacht. Beim Bohren. Deshalb bin ich da ganz chillig. Und lass mich mal überraschen, was wir hier noch so rausholen. Oh Gott, wir sind gleich unter 1000. Unter 1000. Ich werd weich. Schlecht, schlecht. Und komm. Was ist das? Mach das weg. Tja, das Spiel hat sich aufgehangen. Ich liebe es. Ich liebe es. Tja, aber Leute, wisst ihr was? Ich werde das Video trotzdem hochladen. Dann genau aus diesem Grund, ja, damit ihr das seht. Wenn ihr vorhabt, euch das Spiel zu kaufen, seid bitte vorsichtig. Das Spiel ist noch total instabil. Es wird zwar dran gearbeitet, aber es dauert. Es dauert ewig. Und man hat das Gefühl, dass wenn Fehler, also altbekannte Fehler, gepatcht wurden, sich gleich neue einschleichen. Ja? Und ja, wer es auf der Wunschliste hat, lasst es da noch, wartet ab und ich und andere Kollegen, die das Spiel hier vorstellen, halten euch weiter auf dem Laufenden. Ich werde das jetzt aber neu laden und werde die Waschung nochmal vollziehen, oder ich mache sie gleich tagsüber, dann habe ich keine Sorge, dass es hier nochmal auf die Tagesübersicht umschwenkt. Und dann werde ich in die Kommentare anpinnen. Also anpinnen, ja genau. Oh, ich bin schon wieder so wütend. Ich kann mir auf die Zunge beißen. Ich werde dann das Ergebnis, was ich an Kilo hier rausgeholt habe, als Nachricht anpinnen. Und dann werden wir sehen, wer von uns dicht da dran war. Also, bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.